Ich habe meinen Browser gewechselt. Und zwar von Firefox auf einen Chromium-Browser. Was mich dazu bewogen hat, das erkläre ich euch nach dem Intro. Ehrlich gesagt finde ich Firefox eine tolle Idee. Firefox hat eine eigene Engine, die nennt sich Gecko. Und das stellt auch so ein bisschen sicher, dass es eine gewisse Diversität im World Wide Web gibt. Jeder, der eine Webseite entwickelt, der muss die also nicht nur für die Gecko-Engine entwickeln, die von Firefox, sondern auch für die Chromium-Engine. Und als wäre das nicht genug, gibt es ja auch zusätzlich noch die von Apple. Die Engine von Apple nennt sich WebKit und wird im Safari-Browser verwendet. Und der Marktanteil, den könnt ihr hier mal auf dem Video sehen. Und man sieht hier schon das erste Problem und das ist auch einer der Gründe, warum ich bisher bei Firefox hängen geblieben bin. Ich möchte eigentlich als Nutzer nicht dazu beitragen, dass diese Monokultur in der Browserlandschaft weiter zunimmt. Firefox spielt kaum noch eine Rolle und die Chromium-Browser sind auf dem Vormarsch. Warum sage ich nicht Chrome, sondern Chromium? Naja, der Chrome von Google zum Beispiel ist ein Chromium-Browser und der Edge von Microsoft ist auch ein Chromium-Browser. Hier wird also die gleiche Engine für das Rendern der Webseiten verwendet. Das heißt, wenn also jetzt jemand eine Webseite baut, dann wird der immer schauen, dass die auf diesen Browsern am besten läuft. Nämlich auf Chrome-Browsern eben und halt auf Safari noch, weil da gibt es auch noch genug Nutzer. Ob der sich jetzt Mühe gibt bei Firefox, das wage ich fast schon ein bisschen zu bezweifeln. Vielleicht hattet ihr auch schon den Fall, dass es Videokonferenz-Tools gab, wo dann dabei gestanden hat, bitte nur Edge oder Chrome benutzen, das sind die unterstützten Browser. Es gibt auch Business-Anwendungen, die darauf zurückgreifen. Erschwerend kommt jetzt auch noch hinzu, dass der Edge ja mitgeliefert wird bei Windows und viele Nutzer, also out of the box, schon den Chrome, also den Chromium-Browser, zur Verfügung haben. Und wenn ich jetzt halt als irgendwie Webseitenentwickler eine Website herstelle oder eine Anwendung, die irgendwie im Browser läuft, herstelle, dann macht es natürlich Sinn, dass immer als erstes Chromium unterstützt wird, weil ich weiß ja, naja, wenn jetzt jemand mit Windows ankommt, kann der die auf jeden Fall ausführen, wenn der nur den Edge benutzt und der ist ja zwangsweise vorinstalliert. Das waren bisher immer meine Gründe, am Firefox festzuhalten. Allerdings bin ich mittlerweile so genervt von Firefox, dass ich jetzt damit breche und mir den Brave-Browser anschaue. Firefox war auch für mich deshalb interessant, weil er eben Open Source war. Damit assoziiert man ja auch irgendwie so Datenschutz. Aber das scheint beim Firefox absolut nicht mehr im Fokus zu sein. Die Standardeinstellungen sind nicht optimal gesetzt. Ich muss also ohnehin, wenn ich den Browser installiere, erstmal die ganzen Einstellungen gehen, dass nicht so viel Telemetrie oder Absturzberichte und so weiter an Mozilla gesendet werden. Zum anderen ist ja auch Google die Standardsuchmaschine im Firefox und da wissen wir ja auch alle, was wir davon zu halten haben. Ich verstehe schon, die müssen sich irgendwie finanzieren, aber dadurch schwächt das den Ruf halt des datenschutzorientierten Browsers. Ich weiß, kann man alles umstellen, alles in Ordnung, aber dann kommt noch hinzu, dass jetzt mittlerweile Firefox Konten betreibt oder auch schon länger ein Konto haben will, wenn man seine Lesezeichen synchronisieren will. Und das stört mich einfach. Denn es geht auch viel besser. Und wie das besser geht, das zeigt uns der Brave Browser. Brave ist leider auch ein Chromium-basierter Browser. Ich unterstütze hier als Nutzer im Prinzip also die Monokultur, die da bei den Browsern vorherrscht. Trotzdem finde ich, dass Brave für mich zumindest besser geeignet ist gerade als Firefox. Auch Brave ist jetzt nicht ein Musterschüler, wenn es um Datenschutz geht. Da verlinke ich euch in der Videobeschreibung den QCATS-Blog. Auf der anderen Seite ist das Firefox auch nicht und ich muss im Brave als auch im Firefox einmal durch die Einstellungen durchgehen und dann kann ich das schon immens verbessern. Okay, aber was ist jetzt das Problem mit Firefox, das mich jetzt zum Umstieg bewogen hat? Ganz banal, ich habe Firefox auf Android und da nervt mich einfach, dass der manchmal Seiten nicht lädt. Wenn ich viele Tabs offen habe und ich möchte eine neue Seite laden, verweigert er mir ohne eine Fehlermeldung das Laden der Seite. Ich habe schon mehrfach neu installiert, ich kann das Problem einfach nicht lösen. Und das Problem ist jetzt auf einem Pixel 4a, also auf einem Smartphone, das weite Verbreitung findet. Zum anderen nervt es mich so langsam, dass ich meine Geräte nicht synchronisieren kann, ohne ein Konto zu erstellen.
Das wäre ja wirklich ganz praktisch, dass man seine Einstellungen, Erweiterungen und so weiter über alle Geräte synchronisieren kann. Das wiederum kann aber der Brave ohne Konto. Man kann eine verschlüsselte Synchronisationskette erstellen, ohne dass man hier ein Konto braucht. Das hat mich am Ende dann überzeugt, mir den Brave anzuschauen, und bisher finde ich das auch einen ganz interessanten Browser. Brave hat nämlich zum Beispiel einen Adblocker integriert. Diese ganzen Blocklisten, die man zum Beispiel von uBlock Origin kennt, die kann man da auch direkt nutzen. Dass der Browser Chromium-basiert ist, hat halt auch den Nebeneffekt, dass ich alle Chrome-Add-ons verwenden kann. Zusätzlich gibt es hier so ein paar Besonderheiten noch, die ich in keinem anderen Browser finde. Zum Beispiel ist Tor und Snowflake mehr oder weniger in den Browser integriert. Wenn ich jetzt das Darknet irgendwie anonym benutzen möchte, dann sollte ich auch weiterhin den Tor-Browser verwenden. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mal die Darknet-Seite von Facebook ansurfen will, dann kann ich das natürlich auch mit dem integrierten Tor-Browser machen. Ja, da hat man eh seine Privatsphäre schon an der Garderobe abgegeben. Da bringt es jetzt nichts extra, noch den Tor-Browser zu benutzen. Zusätzlich ist Snowflake über die Einstellungen erreichbar. Snowflake hilft Nutzern aus Ländern, wo viel im Internet zensiert wird, trotzdem ins Internet zu kommen über Tor. Und für euch hat das den Vorteil, ihr könnt das einfach aktivieren. Dann können die Nutzer in Russland zum Beispiel eure Internetverbindung benutzen, ohne dass ihr Gefahr lauft, dass eure IP dann gleichzeitig irgendwo auftaucht, wo sie nicht auftauchen sollte. Denn ihr seid nicht der Tor-Exit-Node, sondern nur der Eingang ins Tor-Netzwerk. Das heißt, auf irgendeiner Webseite, die jetzt ein anderer Tor-Nutzer surft, wird nicht eure IP auftauchen. Da müsst ihr keine Angst haben, das ist nur die Brücke, die man schlägt, sage ich mal von Russland nach Deutschland, dass hier einfach ein anderer Nutzer, die nutzen kann, ins Tor-Netzwerk kommt und dann halt ja unzensiert surfen kann. Was auch eine coole Idee ist, ist die Integration von IPFS. IPFS ist das Interplanetary File System. Das ermöglicht einem halt auch auf dieses Protokoll zuzugreifen. Hier werden Daten dezentralisiert abgelegt und eine Zensur ist halt eben nicht möglich. Wer mehr über das IPFS erfahren möchte, der findet einen Link in der Videobeschreibung. So, und dann gibt es noch ein paar merkwürdige Sachen, die ich alle ausschalte, aber ich erwähne sie mal, dass sie halt im Browser verfügbar sind. Crypto-Wallets sind bereits im Browser integriert. Ich weiß nicht, warum man die im Browser integrieren muss, aber okay, sie sind halt da. Wahrscheinlich, dass man die über mehrere Geräte verfügbar hat oder so, keine Ahnung, vielleicht ist das der Vorteil. Benutze ich nicht, ist aber da, wen es interessiert, okay, interessant. Ein weiterer Punkt ist, dass es verschiedene Formen der Finanzierer für Content-Creator hier gibt. Und zwar mit den Brave Rewards und der datenschutzfreundlichen Werbung. Auch diese beiden Features habe ich persönlich deaktiviert, finde das aber gar nicht so schlecht, dass hier mal andere Ansätze auch verfolgt werden, weil irgendwie müssen sich ja Leute im Internet irgendwie finanzieren und vielleicht ist das dann auch der richtige Weg. Für Deutschland scheint es der aktuell nicht zu sein, denn diese Brave Rewards, die können nicht ausgezahlt werden an deutsche Content Creator, zumindest im Moment. Ja, das war jetzt mal kurz mein Rundumschlag, was den Brave Browser angeht. Ich nutze den vor allem, weil er jetzt für mich einfacher ist. Ich kann besser synchronisieren. Ich habe diese Fehler nicht, die ich hatte. Die Chromium Engine ist natürlich auch nicht wirklich schlecht. Also die ist richtig flott. Man merkt ja schon, dass man einen anderen Browser hat. Gerade auf Mobilgeräten hat das schon einen kleinen Geschwindigkeitsvorteil. Zumindest empfinde ich das subjektiv so. Bestimmt habe ich ganz viele Punkte vergessen und wenn es immer noch gute Gründe gibt, Firefox zu benutzen, dann schreib gerne in die Kommentare.